Willkommen zu einem neuen Hardware-Video. Ich habe mir heute mal einen Gast ins Studio eingeladen, genauer gesagt den Tom von Rocket. Herzlich willkommen, Tom. Hi, Nils. Ja, du hast uns, wie man schon hier erkennen kann, ein bisschen was mitgebracht. Richtig. Du kannst uns ja mal vielleicht genau einen kurzen Überblick geben. Was hast du uns mitgebracht? Warum hast du es uns mitgebracht? Ja. Warum habe ich es mitgebracht? Und zwar habe ich, die Gamescom ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ja. Ich habe den Flo da getroffen, deinen Kollegen. Und da haben wir neue Produkte vorgestellt. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber wir hatten nicht so richtig die Zeit, auch irgendwie mal ein Video dazu zu machen oder irgendwie sowas. Und da habe ich mir gedacht, dann, weißt du was, ich bin gerade im Süden, komme ich mal vorbei und bringe euch die Sachen mit. Und zwar ist das einmal unsere neue Maus, das ist die Kone IMO. Das ist quasi so alles, was wir in den letzten 10 Jahren an Erfahrungen gesammelt haben von der ursprünglichen Kone aus dem Jahr 2007, richtig, und jetzt im Jahr 2017. Das ist in dieser Maus alles drin. Ich halte die mal kurz hoch. Das sind ja beides, ist einfach nur eine andere Farbe. Genau, richtig, das ist einfach eine andere Farbe. Ja. Die gibt es in 3 Farben dann. In Schwarz, was du gerade hast, in Weiß, was ich gerade in der Hand halte und eben dann auch noch in Grau. Ja. Und die kommt jetzt auch tatsächlich demnächst schon auf den Markt. Also innerhalb des Oktobers werdet ihr die im Laden zu kaufen bekommen. Hat natürlich RGB-Beleuchtung. Natürlich. Hat, wie alles. Wir sind übrigens auch diejenigen, die schuld sind, dass es RGB-Beleuchtung gibt. Wir haben nämlich irgendwann mal mit der Kone Plus angefangen, RGB-Beleuchtung in Gaming-Mäuse einzuführen. Also, ob ihr euch damit jetzt beliebt macht, das Wobei hat, man ja früher, hat man früher Innovation genannt. Ja, es ist schon interessant, dass jetzt schon echt überall RGB... Es ist denn auch ein Feedback, das ihr bekommt, dass die Leute es wirklich wollen? Oder ich meine, die Leute wollen das tatsächlich auch, sonst würden wir ja auch nicht erleben, dass es immer mehr RGB-lastige Produkte im gesamten Peripheriemarkt gibt. Ja. Was wir jetzt mit der Kone IMO gemacht haben, auch neben natürlich dem schönen Sensor drin, den verbesserten Switches, das sind 50 Millionen Klick-zertifizierte Omrons jetzt. Früher waren das 5 Millionen. Der verbesserten Debounce Rate, also die kann man sogar ein bisschen feintunen. Okay. Feintunen heißt jetzt? Du kannst die Zeit verlängern oder verkürzen. Manche kennen ja vielleicht dieses Doppelklick-Problem, was manche Mäuse mit der Zeit entwickeln. Wenn man die Debounce-Time hochsetzt, so auf sagen wir mal 12 Millisekunden von dem Standard 8, dann kann man das ein bisschen durch Software quasi ausgleichen. Also ich als User kann das genau, jetzt richtig. Das kannst du im Treiber dann machen. Und Angle Snapping ist auch noch so ein Thema, dass manche Leute mögen es, andere Leute hassen es wie die Pest. Ja, ja. Das muss jeder halten, wie er will. Solange man die Wahl hat, finde ich. Richtig, kann man im Treiber auch ein- und ausstellen. Was noch cool ist, ist eben das neue Beleuchtungssystem hier drin. Viele Effekte, die man programmieren kann und so weiter, das kennt man aus allen Produkten. Ja. Was wir jetzt eingeführt haben mit diesem IMO-System, das ist auch ein Zusatz, den wirst du in Zukunft häufiger bei unseren Produkten finden, auch bei der Tastatur, über die wir bald reden. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie ein lebendiges oder dynamisches Lichtsystem. Du musst nichts mehr einstellen, sondern die Effekte, die du siehst, sind davon abhängig, was machst du gerade für Eingaben. Okay. Wenn du viel tippst, und dann werden das intensivere Farben, beispielsweise ein kräftiges Rot oder Gelb, Orange, solche Sachen, dann blinkt das kräftiger. Okay. Und das weitet sich eben auch auf alle Geräte aus, die du hast, eine Maus, die Tastatur, vielleicht sogar Kopfhörer. Also und da ist ja wahrscheinlich dann quasi die Idee, wenn ich jetzt keine Lust habe, mir irgendwelche Effekte auszudenken oder genau. Da jetzt, ne, man kann ja normalerweise immer sowas wie Atmung und all so ein Zeug, wenn richtig, man da jetzt gar das nicht kannst du natürlich auch immer noch, klar, logisch, aber musst du nicht. Du kannst auch einfach in Zukunft dann deine Rocket-Produkte anstecken und dann leuchten die quasi abhängig von deinem Input ganz von selbst und sieht trotzdem stylisch und spannend dann irgendwie aus. Wenn du wenig machst, so ein bisschen rumeidelst, dann sind das eher kühle Farben und so ein leicht atmender Effekt. Und eben je krasser der Input ist, umso extremer wird dann auch das Leuchtfeuerwerk, sage ich mal. Oder zum Beispiel, wenn du im Browser unterwegs bist und scrollst, dann wechseln dann halt auch so die Farben wie so in so einer Trommel quasi von oben nach unten durch. Und was eben auch ganz witzig ist, das sind nicht... Die Farbfolgen sind auch nicht immer die gleichen, sagen wir mal, auf Gelb folgt nicht immer Orange und dann Rot, sondern das kann auch Gelb, dann Grün und dann Lila sein oder sowas. Ja.
Genau. Also klingt interessant. Ganz ehrlich, ich persönlich bin hier mal bei den ganzen Lichtspielereien bin ich vollkommen raus. Also ich sag mal, Licht finde ich grundsätzlich bei einer Tastatur, sage ich, okay, das macht Sinn, wenn ich im Dunkeln die Taste erkennen will. Genau. Bei einer Maus, ne, da habe ich eh meistens die Hand drauf. Aber ich meine, bei solchen Effekten, da muss man jetzt eh sagen, zum einen, man muss ja dann mal live sehen. Vielleicht finde ich es ja dann auch doch ganz nett, wenn ich es live sehe. Und es ist natürlich Geschmackssache, wie ich schon sagte. Solange man halt, ich kann ja auch, wenn ich möchte, mache ich es ja halt blau oder halt aus, wie ich will. Ne? Genau. Ist natürlich ein bisschen immer die Frage vom Preis natürlich, weil LED-Beleuchtung natürlich schon auch einen etwas höheren Preis mit sich bringt. Ja. Gut, bei einer Maus wahrscheinlich weniger, nicht ganz so schlimm wie bei einer Tastatur. Hier reden wir von 79 Euro, wie die anderen Cons eben auch. Ja. Übrigens, weil du sagst, ja, wenn ich eine Maus, da habe ich eh meine Hand drauf, das sehe ich sowieso nicht, wenn die leuchtet. Durch diesen Bruch, den wir hier quasi drin haben, den man übrigens nicht spürt, ist die gute alte Cone-Form immer noch. Ja. Da sieht man das ein bisschen besser. Das Argument kann ich zum Beispiel auch verstehen, wenn man sagt, oh, wenn man würde jetzt hier den Mausrücken beleuchten, bringt mir ja auch nichts. Ich bin jetzt persönlich, für mich privat, auch nicht der, ich brauche das auch nicht unbedingt, das finde ich mal schön, aber grundsätzlich darf das gerne ein bisschen dezenter sein. Ja, gut, wie gesagt, sagen wir mal, die Wahrheit ist ja auch alles okay. Genau, darauf kommt es eben an. Ja. Wer die Option aus, gibt es immer und wer Lust hat, der soll aber die Möglichkeit haben, das entsprechend verwenden zu können. Hast schon gesagt, das ist der PixArt-Sensor? Ist richtig, 3361. Hast du gar nicht gesagt, glaube ich, ich weiß es nur schon, genau, aber du hast gesagt, der alte, den ja schon, oder na, so alt, ihr habt den jetzt in... Seit Januar haben wir den. Mal, genau, etwas modifizierter ist es. Richtig, das ist eigentlich der 3360, den kennt man ja schon von anderen Mäusen. Wir haben den ein bisschen angepasst, zusammen die Firmware zusammen mit PixArt, sodass das Tracking ist nochmal so ein Ticken besser einfach. Ja. Gerade im DPI-Bereich so bis 2000. Jetzt hat er natürlich 12.000 DPI, sagen wir, warum jetzt in diesem niedrigen DPI-Bereich? Weil das einfach der, sagen wir, für uns der gewichtigste DPI-Bereich ist. Wenn du dich mal umschaust im E-Sports-Bereich, ein Profi-Counter-Strike-Spieler oder Quake oder was auch immer, wenn die mal jenseits der 800 DPI kommen, dann ist das schon viel. Ist tatsächlich so, wenn ich mal Mäuse teste oder Tests mache, dass ich echt immer noch einmal, ich gehe eigentlich meistens schon einmal in Counter-Strike 1.6 tatsächlich rein und spiele halt mit 800 DPI und gehe einmal auf das 2 und mache mal ein paar Bewegungen, einfach weil es ist bei mir eine Gewöhnungssache. Ne? Früher, da hattest du auch gar nicht die Mäuse mit 12.000 dpi. Richtig. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn du halt in Full HD spielst oder halt in Counter-Strike dann sogar in 800x600. Ja. Ich weiß es gar nicht. Mittlerweile CSGO, in welchen Auflösungen spielen die da? Ich weiß es auch nicht. Also auch in Full HD. Die meisten in Full HD. Es gibt da auch ein paar Leute, die das in 4:3 tatsächlich dann immer noch spielen, aber Full HD ist da schon gängig, aber ich bin trotzdem froh über meinen 4K-Bildschirm. Ja, ich meine, klar, wenn du 4K hast, dann bist du vielleicht auch über mehr DPI froh, auf jeden Fall. Ne? Ja, aber halt auch nur auf dem Desktop. Ne? Ja, klar. Also in-game macht das ja dann wieder keinen Unterschied. Ja. Aber ja, insofern kann ich das gut verstehen, dass ihr da den niedrigeren Bereich eher im Fokus habt. Richtig. Ja, genau. Und wir kommen ja auch aus dem Bereich. Also René, unser Gründer, war ja tatsächlich auch mal ursprünglich professioneller Quake-Spieler. Ja. Bei MTW war er doch damals. Den hat er auch mit gegründet, genau, richtig. Und, ja, gute alte Zeit. Ja, okay, das ist. Ich war sogar mal ganz kurze Zeit im MTW-Team, dann aber da neben der Uni und war dann, also nicht als Spieler, Community-Zeug, war dann aber zu faul und dann hat es nicht funktioniert. Naja. Ja. Und jetzt bin ich bei der GameStar, hier bin ich hoffentlich nicht mehr ganz so faul und es funktioniert. Funktioniert noch länger, ja. Genau. Also um mich kümmerst du dich immer gut. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch das als Break, um zur Tastatur rüber zu gehen. Ich nehme jetzt auch mal wieder einfach die Stormtrooper Light Shot 2. Auch wieder die gleiche, nur in drei verschiedenen Farben. Genau, richtig. Grau gibt es dann eben auch noch. Ja, okay. Das ist die Horde. Hat jetzt nichts speziell mit WoW oder so zu tun. Ist einfach nur ein Zufall. Das wird unsere neue Membrantastatur. Wer also diehard Mechanical Fan ist, für den ist das sicherlich kein Produkt. Mhm. Ja. Wer aber sagt, oh, mechanische Tastaturen sind mir zu laut, es gibt ja tausend verschiedene Gründe, warum man sagt, oh, ich brauche gar keine Mechanical Tastatur, mir reicht eine schöne Membran, auch mit ordentlichen Ausstattungsfeatures, für den dürfte in Zukunft, hoffe ich, die Horde genau das passende Produkt sein. Wir haben das PCB, was hier drunter ist, komplett neu entwickelt, die Tastenkappen sind neu und von uns eigens designt. Warum haben wir uns die Mühe angetan? Weil Membrantastaturen häufig ja so ein End-Key-Rollover-Problem haben, so ein bisschen. Ja. Das kannst du vielleicht 2-3 Tasten gleichzeitig drücken und dann wird irgendwas verschluckt. Wir haben das ganz
quer quasi abstrus unten drunter verschaltet, alle möglichen Tasten untereinander. Das bedeutet, du könntest also hingehen und hier schön zum Beispiel die Pfeiltasten benutzen und dann mit WASD immer noch rumdrücken und noch einen Modifier dazu benutzen und die werden tatsächlich dann auch alle registriert und nicht verschluckt. Dass, sobald ich dir das Sample dann dagelassen habe, darfst du das auch gerne mit einem Tool ausprobieren. Natürlich. Da gibt es ja von Microsoft und anderen Firmen gibt es ja genügend Tools, die das Ganze dann auch widerlegen oder darstellen können. Und nein, das funktioniert tatsächlich. Ich saß nämlich beim der Produktvorstellung von unseren Ingenieuren auch da und habe gesagt, ich war ja auch mal Redakteur, so wie du, sogar auch hier bei der GameStar, aber ich habe mich dann auch tatsächlich davon überzeugen lassen können, nee, das stimmt schon, du kannst deutlich mehr Tasten drücken, gleichzeitig ohne, dass was verschluckt wird, als bei anderen Membrantastaturen. Ja. Ist natürlich immer noch keine mechanische Tastatur, aber wie gesagt, Äpfel und Birnen, das ist ein anderer Markt, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ja. Die hat einen wirklich tollen Anschlag für eine Membrantastatur. Tastatur. Also ich habe es ja schon kurz mal vorhin ausprobiert. Ich fand auch für eine Rubber Dome fühlt sich das wirklich gut an. Klar, ich habe dir auch schon gesagt, ich bin schon auch jemand, eine mechanische Tastatur, ich bin es gewohnt und mich werdet ihr damit wahrscheinlich jetzt privat nicht mehr überzeugen können, aber das heißt nicht, dass aber es dafür das, nicht... Aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen keinen, der mechanisch Fan ist, rüberbringen zu Membrane. Das funktioniert auch gar nicht. Wahrscheinlich schwierig. Ich meine, man muss auch wirklich sagen, das ist bei mir aber auch eine Sache, ich finde es vor allem beim Tippen, finde ich das Gefühl von einer mechanischen deutlich angenehmer. Ja. Ich muss sagen, beim Spielen ist es, finde ich persönlich, ist gar nicht mal so relevant unbedingt. Aber gerade wenn man viel Artikel schreibt und sowas, dann finde ich auf Dauer ist es halt einfach mechanisch ein bisschen, das Feedback knackiger, wie soll ich es formulieren, und eine Rubber Dome ein bisschen schwammiger auf Dauer. Aber beim Spielen, deswegen finde ich, da haben die auch immer noch ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Genau. Also, ist es ja auch so, dass so oft einfach mit Membrantastaturen beim gleichen Preispunkt, du bekommst einfach ein runderes Ausstattungspaket. Klar, wenn ich jetzt hier schon sehe, ne, wir haben eine Lautstärke-Wippe, wir haben die ganzen Multimedia-Tasten. Diese Scroll-Reel kannst du übrigens nicht nur für die Lautstärke verwenden, sondern auch, um die Effekte durchzuschalten. Du kannst die verschiedenen Windows-Desktops, die du dir vielleicht eingerichtet hast, durchschalten, gar die Benutzer. Du kannst das in Spielen auch frei belegen. Ich habe mir jetzt in WoW beispielsweise mal die Kameraentfernung draufgelegt. Es gibt immer noch Leute, die WoW spielen. Es gibt Leute, die immer noch WoW spielen. Wir haben uns tatsächlich sogar eine Rocket-Gilde auf Azshara. Dann hast du noch die Handballenablage beispielsweise als Ausstattungsmerkmal, die abnehmbar ist. Mhm. Hier oben kommt dann eine Halterung hin für einen Smartphone-Halter, dass du dein Telefon Der wird dann mitgeliefert? Oder ist das, nee, der wird tatsächlich nicht mitgeliefert. Den kann man sich aber in einem unserer Partnershops dann besorgen, der als 3D-Druck von Shapeways oder so. Mhm. Oder du kannst den, wir bieten die Dateien auch an, die Vorlage, kannst du den auch, wenn du einen eigenen 3D-Drucker hast oder Zugriff auf einen, kannst du das auch selber ausdrücken und dann da entsprechend dran klippen. Ist natürlich RGB, die Hort IMO. Ja, wir haben den Namen IMO schon mal gehört. Ja. Funktioniert also auch sehr schön in diesem Ökosystem, dann mit der Cone beispielsweise, dass die Effekte von der Maus auf die Tastatur hin und her wandern können. Aber da hast du mir auch schon im Vorgespräch gesagt, da wird es ja auch eine Variante ohne RGB. Richtig, es wird auch eine etwas günstigere Variante geben. Ist die dann komplett ohne Beleuchtung oder mit, nur mit einer Maus? Nee, die hat dann einfach blaue Beleuchtung, genau, Rocket-Blau. Da nehmen wir unsere CI dann schon mit rein. Auch die wird es dann in drei Farben geben. In dem Schwarz, was wir hier drüben bei dir haben, das Weiß und nochmal in Grau. Preislich und Erscheinung ist hier ein bisschen später. Ne? Ist ein bisschen später. Da reden wir so von Dezember rum. Hoffentlich schafft das noch zum Weihnachten. Hoffentlich schaffen wir es noch, dass die unter ein paar Weihnachtsbäumen liegen kann. Das wäre natürlich cool. Müssen wir dann mal sehen. Preislich werden wir uns so Richtung ISKU bewegen, vielleicht einen Tick drunter. Das kann ich aber noch nicht final sagen. Das ist aber das, was wir uns in den Kopf gesetzt haben, was wir schaffen wollen. Das sind dann nochmal wie viele Euro genau? So um die 100 Euro dann für die RGB-Variante und so um die 70 Euro dann für die einfarbige Variante. Ja. Übrigens das Rädchen hier oben noch, bevor ich die wieder weglege. Wer Windows 10 hat, das funktioniert auch als Surface Dial. Ist ganz, ganz cool eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie beliebt Windows 10 bei eurer Leserschaft ist gerade.
Also ich sag mal, Windows 10 ist natürlich immer in Sachen Datenschutz und so, da gibt es schon immer wieder Leute, die das, die sagen, nee, ich bleib bei Windows 7. Aber ich glaube, wir haben, wie lange ist die letzte Umfrage her? Also ich bin mir ziemlich sicher auf jeden Fall, dass bei uns auch schon die Mehrzahl der Leute auf Windows 10 umgestiegen ist. Als Spieler ist es natürlich wegen DirectX 12, auch wenn das jetzt meistens nicht gut performt, aber tendenziell hätte man da ja nochmal einen zusätzlichen Anreiz. Und es ist natürlich gerade, wenn du von Windows 7 kommst, ja auch schon dann doch schon flotter vom Reagieren her und so von daher macht es ja auch Sinn für einen Spieler, allen Vorbehalten zum Trotz. Und die meisten haben bei uns schon so Windows 10 gewechselt. Ja. Okay, ihr habt cool. Ja mit den mechanischen noch eine Frage kurz zum Abschluss. Genau. Wie schaut es denn im mechanischen Bereich aus jetzt in Zukunft? Weil ihr habt ja, seid ja schon eher, sage ich mal, eine Peripheriefirma, die jetzt werden die meisten anderen ja eigentlich fast nur noch mechanisch machen oder dann diese Mechanical, diese Zwischendinge, wo man dann auch nicht genau weiß, was das jetzt heißen soll. Richtig. Aber ihr habt ja schon eher den Fokus noch auf Rubber Dome. Das würde ich eigentlich gar nicht behaupten, weil wir haben halt eigentlich ein Rubber Dome Modell immer im Portfolio, beziehungsweise eine Reihe. Das sind jetzt aktuell die Iskus, das wird irgendwann mal die Horde sein. Ja, gut, wir haben noch die Skelter. Ja, das war ein Experiment irgendwo, wo wir gesagt haben, krasse Smartphone-Integration und sowas. Type-to-Device, das ist ein bisschen was anderes. Aber wir haben ja dann die Suoras beispielsweise als sehr sleeke Membranes ohne irgendwelchen Schnickstack, keine Makro-Tasten, einfach nur braune, beziehungsweise in manchen Märkten auch blaue Switches mit entweder blauer oder eben auch noch RGB-Beleuchtung. Und dann haben wir natürlich unsere Riot-Serie noch. Die gibt es in Tenkillers, die gibt es mit blauer Beleuchtung und mit RGB-Beleuchtung natürlich. Alles schön mit Handballenablage, teilweise mit USB-Pass-Through und Kopfhöreranschlüssen und sowas. Wir legen da schon extrem Wert auch auf die mechanischen, aber wir wollen eben die Kunden nicht im Stich lassen, die sagen, die will ich gar nicht oder die möchte ich mir nicht leisten oder gibt's ja verschiedene Gründe drauf. Wir haben festgestellt, es gibt definitiv einfach noch diesen Markt für Membrantastaturen und da wäre es dann von unserer Seite aus keine richtige Entscheidung, den zur Seite liegen zu lassen. Und wir gehen eben auch nicht hin und fangen sowas an wie Membranical oder Mecha Membrane und sowas, weil das ist in unseren Augen einfach Quatsch. Ja, eine Membrantastatur kann eine tolle Tastatur sein, wie die Horde auch eine ist. Das ist sicherlich eine auch der besten Membrantastaturen, die dann auf dem Markt sein wird und ein tolles Produkt für Gamer, aber mit einer mechanischen hat es einfach nichts zu tun. Ja. Und deswegen ist das so ein bisschen irreführend, wenn man diese Begriffe verwendet. Und deswegen machen wir das auch einfach gar nicht. Wir sagen, okay, pass auf, die Horde, das ist eine tolle Membrantastatur mit einem für diesen Bereich sehr präzisen Anschlagspunkt. Das ist es. Ihr habt ein tolles Feature-Set. Viel Spaß damit. Wer auf der Suche nach einem mechanischen ist, wie wir das jetzt eben schon hatten. Ja, findet bei euch auch noch was. Genau. Richtig, und ihr werdet quasi der Plan, dass ihr sagt, so, wir werden in Zukunft und auch, wir werden auch weiter beide wir Bereiche werden auch weiter, da kannst du schon auf das kommende Jahr gespannt sein. Ja. Spannende neue Produkte auf den Markt bringen, die auch Liebhaber in diesem anderen Tastaturbereich sicherlich ein Lächeln auf die Lippen zaubern da werden. Bin ich ja schon mal sehr gespannt. Ich freue mich immer wieder, gerade bei Tastaturen da. Da habe ich immer viel Spaß mit, neu auszuprobieren. Und dann danke ich dir schon mal. Gerne, dass ich da sein durfte. Sehr gerne für die kurze Vorstellung. Und ja, ich denke mal, dann werden wir in eigenen Tests bei uns auf gamestar.de dann mal schauen, wie die sich im Praxiseinsatz bei uns dann auch schlagen. Da bin ich schon sehr auf das Feedback gespannt. Ja, bin auch gespannt. Und ja, nochmal vielen Dank fürs hier sein und danke fürs Zuschauen.